Hallo liebe YouTube-Gemeinde und willkommen bei Gunstis Let's Play Minecraft, Episode 141. Ja, gestern, das ist ein bisschen kurz ausgefallen. Ich hatte recht wenig Zeit gehabt. Da haben wir ja hier unser Mini-Code-System gebaut, welches uns hier den Zugang ermöglicht. Damit können wir ja auf und zu machen. Ich möchte hier aber noch etwas ergänzen. Und zwar sollte nach Möglichkeit hier oben, wenn wir raustreten aus dieser ganzen Maschinerie, sollte hier unten die Tür sich auch schließen. Das ist einfach, ja, nicht zwingend erforderlich, ist aber ein Komfortvorteil und dementsprechend natürlich wünschenswert. Weil mehr Komfort ist ja immer gut. Wie müssen wir das jetzt handhaben? Und zwar müssen wir hier einmal noch ein wunderbares System bauen, welches vom Prinzip her relativ easy sein wird. Also die Leiter tun wir auch mal kurz weg. Wir brauchen, wie wir das ja schon etliche Male gemacht haben, ein Endgate. Das ist auch das letzte jetzt. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Der Standard ist, die Tür ist ja auf. Das ist die Standard Variante, muss man ja sagen. Ich guck mal kurz, ob das auch gerade zutrifft. Ja, die Tür ist auf. Dementsprechend ist das Signal hier. Gut. Nun benötigen wir, um die Tür zu schließen, ein entsprechendes Signal auf diesen Punkt hier. Das heißt, oder halt eben auf diesen Punkt, aber der ist ja nicht zugänglich. Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal einen hin. So, dieses Endgate hat halt eben jetzt das Problem, dass es ein Signal von dort bekommen würde. Aber das können wir hier abschalten und machen, dass es im Endeffekt von dieser Seite und von dieser Seite ein Signal bekommen müsste. So, dafür brauchen wir auch noch ein... Wo ist es? Nein, nicht ein Orgate. Orgate ist doch... Ja, so. Na, komm schon. Ach. So. Das müssen wir hier mal einmal abzwacken. Und drehen das in die richtige Richtung. So. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Einmal ein Hebel. Hebelchen, oh Hebelchen. Wo bist du nur, oh Hebelchen? Müsste ich aber haben eigentlich hier drin. Ach, helf mir doch mal. Ach, ist auch kein Problem. Machen wir einfach hier mit. Ist genauso gut wie ein Hebel. Wir sehen, das Signal ist aus, dann ist das da an. Und wenn ein Signal an ist, also auch wenn das Signal an ist, ist das dann halt eben aus. So. Also eine ganz einfache Geschichte. Nichts Dramatisches. Das verbinden wir hiermit. Und dann brauchen wir ein zweites Impulssignal und dieses müssen wir von oben holen. Von oben heißt eine Etage drüber und zwar hier. Ich möchte gerne die Druckplatte entweder hier oder hier haben. Wobei ich hier sehr wahrscheinlich rauskomme. Ja, genau. Das habe ich mir schon genau so gedacht. Das heißt, diese Platte steht mal nicht zur Debatte. Das heißt, hier, da müssen wir rübergehen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben nur noch zwei Platten. Dann heißt,
Wir sägen uns einfach kurzerhand das Ganze als Platte. So. Und schauen mal, was wir damit anfangen können. Und zwar erstmal schauen wir, kann man auf so eine, auf so eine Platte kann man mit Sicherheit kein Signal setzen. So, wir wollen das darüber senden. Beziehungsweise wir könnten auch die Platte dorthin machen. Moment, dann machen wir das anders. So, machen wir anders. Wir haben ja jetzt genügend Cover. Das heißt, wir nehmen jetzt eine Steinplatte. Da brauchen wir auch nur eine. Etwas muss ich wegtun, dann tue ich mal den da weg. So. Eine Steinplatte. Die setzt ein Redstone-Signal frei. So. Gut. Jetzt brauchen wir hier eine Platte, beziehungsweise ja, um das Ganze zu verschließen. So, hier brauchen wir eine Platte, um das Ganze zu verschließen. Und dann brauchen wir dort ein so etwas und da eine Platte. Und dann gehen wir mal hier an der Seite runter. Und zwar hierhin. So, okay. Eigentlich ist das Ganze nur ein einfaches Kabel verlegen. War muss das Kabel da angeschlossen werden. Das ist ja eigentlich nicht weiter verwunderlich. Moment, jetzt muss ich kurz hier noch ein bisschen Platz schaffen, um das Kabel auch verlegen zu können. Das Kabel muss dann hier rüber gehen. Aber da muss auf jeden Fall noch ein bisschen. Versiegelungsarbeit geleistet werden. So, so. Und da muss es natürlich auch nicht dran tippen. Genauso wenig hier. Und auch genauso wenig da. So, und zwar zack, 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 zack. Und zwar brauche ich jetzt das Kabel einfach da hinten rüber, so, so und so, und das muss dann im Endeffekt da angeschlossen werden. Tun wir das einfach so machen und nun hier einmal zack, zack, und schon haben wir den, genau den, den wir nicht wollten, den Effekt. Das können wir aber verhindern, indem wir einfach hier ein Stripe dazwischen machen. Und schon ist das Ganze sauber angeschlossen. So, jetzt machen wir mal hier die Tür wieder auf. So, Tür ist auf. Wir sehen, wunderbar. Und sobald wir auf die Platte gehen, ist die Tür zu. Aber wenn die Tür zu ist und wir gehen auf die Platte, passiert nichts. Das ist jetzt die Hauptsache gewesen. Das ist jetzt so wunderbar. Das heißt, wir können das Ganze wieder abcovern. Und somit haben wir das ganze System fertig. So. Nein, das da ist falsch. Da bräuchte ich ein anderes Cover, und zwar da brauche ich das Cover da. So, okay. Dann brauchen wir eine Fackel, um dann wieder hier Licht ins Dunkel zu bringen. Mhm. Wunderbar. Die Kabel liegen. Das System funktioniert.
Was will man mehr? Dann das Ganze noch einmal getestet. Zack, zack. Wir kommen runter. Runter. Rups. Drückt die Platte, nichts passiert. Machen unseren Geheimgang auf. Können diesen Geheimgang von hier unten auch wieder schließen. Und wieder öffnen. Und wenn wir hochgehen, ups, raus, wird der Geheimgang automatisch geschlossen. Das heißt, wir kommen hier hoch, gesprungen und gehen dann hier die Treppe hoch. Und dann automatisch ist der Geheimgang zu, sobald jemand rauskommt. Aber natürlich ein schöner Nebeneffekt ist, wenn wir unten sind und jemand kommt rein, wird dieser Geheimgang auch sofort geschlossen. Das heißt also, hier oben wird definitiv, auch wenn jemand hier reinkommt, grundsätzlich nicht diesen Geheimgang sehen. Er wird zwar hören, dass hier was passiert, aber bei dem Runterkommen hier wird er voraussichtlich nicht sehen, dass der ein Geheimgang ist an dieser Stelle. Das können wir auch ganz einfach kontrollieren. Wir gehen mal einfach hier raus. Und gehen mal einfach hier oben rein, während die Tür offen ist. Oh, ein Geheimgang. Und wir sehen, da ist nichts zu wollen. Wie gesagt, man sollte den Code anders einstellen, dass der nicht so einfach zu entdecken ist. Natürlich ist es auch von Vorteil, wenn man schon etwas hier in diesen Raum hinein macht, um vielleicht auch die Knöpfe versteckt. Bei mir ist jetzt ziemlich offensichtlich, dass diese Knöpfe dazu da sind, um einen Gang zu öffnen. Aber das auch nur, weil ich so viel Platz nicht habe. Und das könnte man aber natürlich bei mehr Platz wesentlich geschickter lösen. Hier unten der Raum. So. Damit geht es jetzt weiter. Als erstes holen wir uns mal hier den Stein. Und tun mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uns mal zwei normale Steine wieder machen. Und wir hier vorne den Eingang zumauern können. Ja, das Ganze sollte ja dunkel in dunkel in dunkel gehalten werden. Deswegen tue ich hier jetzt auch mal kurz den Extension Creation Transmutation Modus reinhauen. Nachdem ich hier die Kohle rausgeklopft habe. Dann kommt, kann man schon das da nehmen. So. Zack, 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 zack. Oh, ein Enderman. Bei mir zu Hause, ich fühle mich geehrt. Ach. Zack, zack. Das Schwarz ist doch recht düster. Natürlich wären auch mit dem Türmechanismus Fallen noch möglich, aber bei so einem spekulativen Türmechanismus würde ich keine Fallen einsetzen, weil das ist ja timingabhängig und wenn ihr einmal dann das Timing selber verpasst, wäre das vielleicht gar nicht so gut. Okay, wir tun hier unten jetzt einfach mal Knöpfe raus und diese ganzen gesägten Platten und Stripes und den ganzen Kram. Das muss auch nicht mehr unbedingt sein. Das und das kann auch raus. Da waren meine Hebel gewesen. Das raus, das raus, das raus. Und dann bleibt nur noch ein bisschen was übrig. Und davon ist sogar noch was für die weiße Tasche. Gucken. Und zwar die zwei Eimer. Gut, was wollen wir jetzt hier rein machen? Hier rein müssen wir als erstes natürlich einen Zugang machen, der einen hier runter führt, auf diese Ebene. Und hier wird der geheime Gehirnraum sein.
ja, wo irgendjemand die Gehirne der seiner geschlagenen Gegner aufbewahrt. Dafür brauchen wir natürlich als allererstes einmal ein paar Gehirne. Hier solche. Schönen Gehirne im Glas. Gucken wir mal, wie wir die gemacht kriegen. Also 15 Stück haben wir noch. Schauen wir mal. Da sind noch 14 Gehirne. Dann benötigen wir Seelensand. Wo ist der Soul Sand? Da ist der. Soul Fragments. Und Glas. Glas, Glas, Glas. Habe ich noch Glas hier? Nein. Nein und nein. Gut. So, etwas Glas. Ja, mit Glas sieht es auch nicht besonders gut aus, aber... Schwupp. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Taint übrig. Irgendwo. Nein. Ah, hier. Da. 600 Taint ist noch da. Das müsste reichen. Dann gucken wir mal. Das war Gehirn, Glas und Soul Fragment, glaube ich. Jo. Dann haben wir 30 Gehirne. Da müsste ich auf Dauer noch ein paar mehr bekommen. Da müssen wir dann mal nachts auf Gehirnfang gehen. Wann ist gute Nachtzeit? Ah, die Sonne geht gleich unter. Ich würde mal sagen, dann können wir uns direkt mal hier ein bisschen ausrüsten. Elemental Cutter. Vampir. Self-Repair brauchen wir nicht. Hier, der hat Looting drin. Das wäre mit Fleisch. Fleisch hilft das. Dann meine schwarze und meinen Helm. So, dann tun wir uns mal ein bisschen ausrüsten hier. Ich glaube, derzeit könnte hier unsere Brille mal ein bisschen Reparatur vertragen. Und dann gehen wir mal ein kleines bisschen auf Gehirnjagd, würde ich schon mal sagen. Muss ja auch mal sein. Ein bisschen Farming. Du hast kein Gehirn. Du auch nicht. Aber wir können uns auch eigentlich auf den Boden begeben. Eigentlich könnte ich auch direkt mal meine Stiefelchen anziehen. Um meine Gehirnzombies zu finden. Ah, Gehirnzombie. Da war eins. Da ist noch ein Gehirnzombie. Komm, 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 geh weg von der Kuh. Ich will die Kuh nicht töten. Komm, komm, komm. So geht man auf Gehirnjagd. Kein Ader. Wo seid ihr? Ah, da hinten. Komm, Zombie. Ah, noch ein Gehirnzombie, ey. Wie geil. Kein Gehirn. Alte Gehirne. Gehirne, gib mir Gehirne. Nein, 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 nein. Oh, kein Futter mehr. Pop, pop, pop.
Turbo-Modus braucht Futter. Kein Gehirn, kein Gehirn. Kein Gehirn-Zombie, kein Gehirn-Zombie, kein Gehirn-Zombie. Oh, Gehirn-Zombie. Da mehrere. Yay! Und Gehirne? Nein, keine Gehirne. Ja, ja, ist ja gut. Enderportal mit Nutzloses. Gehirnzombie, Gehirnzombie? Ja, Gehirnzombie, komm her. Ei, und dann noch ein Gehirn dabei. Jetzt bald auch mit. Oh, das sind da oben. Auch keiner. Hier drin muss ich auch weitermachen, aber ist auch keiner da. Schwupp. Ach so, während ich jetzt hier so Zombies schnetzle, kann ich mich natürlich auch kurz noch um eine Frage kümmern. Und zwar war die Frage gewesen mit meinem Audio. Ich meine, ich habe es zwar auch schon etliche Male beantwortet, aber ich mache das natürlich immer wieder gern. Und zwar, mein Audio ist verschoben, falls auch jetzt meine Frage wieder deswegen kommt. Weil ich nur mit Fraps aufnehme. Normalerweise machen Let's Player, die viel Zeit haben oder beziehungsweise sich besonders viel Mühe dadurch geben. Jetzt heißt jetzt nicht, dass ich mir hier keine Mühe geben würde, aber ich habe halt eben einfach nicht die Zeit, um mir die Mühe zu geben. Die nehmen sowohl mit Fraps als auch mit Audacity auf und tun nachher das Video mit der Tonspur synchronisieren, weil die das dann getrennt aufnehmen. Funktioniert das. Aber das geht bei mir leider nicht, weil ich nicht die Zeit habe, weil ich für ein Video diese Art und Weise aufzunehmen schätzungsweise doppelt so viel Zeit benötige, also um die Bearbeitung des Videos braucht dann doppelt so lange, als wenn ich das so mache, wie ich das jetzt momentan mache. Und da ich heute Morgen schon wieder festgestellt habe, dass mir die Zeit einfach fehlt, um das zu machen, lasse ich das auch sein. Das Prozedere jetzt ist, ich nehme mein Video auf. Das Prozedere dann ist, ich nehme mein Video auf und tue das dann, beziehungsweise starte das Video und ich starte die Audiospur und muss dann halt eben einen Punkt festsetzen, wo ich das dann synchronisiere und muss das dann nachher zusammenfügen. Das ist, wie gesagt, vom Aufwand her halt eben etwas mehr Arbeit und zwar, naja, etwas ist ein bisschen untertrieben. Man muss das Video dann nicht nur ein bisschen also synchronisieren, man muss das dann auch schneiden und man muss natürlich auch jedes Mal dran denken, das zu machen und so weiter und so fort. Und das ist zeitlich gesehen dann doch eher unvorteilhaft, möchte ich mal sagen. Zumindest ist es für mich zeitlich unvorteilhaft, weil ich halt wirklich gerade momentan wenig Zeit habe. Und wenn ich darauf angewiesen bin, das machen zu müssen, habe ich sehr schnell das Problem, dass mir da halt eben einfach meine Zeit nicht reicht. Und dann, ich bin jetzt schon ab und an relativ knapp damit, die Folge rechtzeitig fertig zu bekommen. Wir nehmen jetzt nur mal heute. Ich habe heute Morgen eine Folge aufgenommen, weil ich gar keine mehr hatte, nicht eine einzige. Deswegen war die Folge gestern auch ein kleines bisschen kurz gewesen. Hab dann die Folge gerendert, während ich mit unserer Katze beim Tierarzt war, weil die sich den Fuß entzündet hat. Und wie soll ich sagen? Und da ist halt eben jetzt schon der ganze Morgen draufgegangen, wo ich eigentlich dazu verwendet hätte, um 4 Folgen aufzunehmen, um wieder ein paar Folgen auf Vorrat zu haben, ist draufgegangen für Arztbesuch mit Katze und
Ja, ich bin jetzt im Endeffekt noch kurz vor Mittagessen, eine Folge am Aufnehmen, um einfach noch eine für morgen auf Reserve zu haben, weil heute Nachmittag werde ich voraussichtlich nicht dazu kommen, eine Folge aufzunehmen. Ui. Wo bist du hin? Oh. Und da habe ich halt eben wirklich das Problem, dass ich zeitlich einfach mit dem Synchronisieren nicht komme. Ich hoffe immer nur, dass die Aufnahme das Ganze, naja, ich würde jetzt immer sagen, einfach verzeiht. In dem Sinne, dass sie, ja, dass sie dann halt eben einfach so synchron ist, dass es nicht auffällt. Sollte ich Zeit finden, mehr Zeit finden, was eigentlich nicht abzusehen ist, dass ich mal mehr Zeit habe, werde ich das auch in Angriff nehmen mit dem Synchronisieren, aber momentan habe ich dafür einfach nicht die Zeit und dementsprechend müsst ihr leider damit auskommen, dass meine Videos immer ein kleines bisschen unsynchron sind oder beziehungsweise die meisten. Manchmal funktioniert es ja auch mit der Synchronisation von Fraps und dementsprechend, naja, ich hoffe einfach, ihr könnt mir das verzeihen. Ich habe auf jeden Fall, hey, ist nicht die Welt, aber ich denke mal, wenn ich offline nochmal Gehirne sammeln gehe, wird das auf jeden Fall ausreichen. Was machst du denn hier? So. Gehirne. 14 Stück. Aber ich brauche neues. Jo. Ich brauche definitiv neuen Seelensand. Jetzt muss ich mal meine Stiefel ausziehen. Sonst renne ich hier noch im Kreis. So, ich muss mal gucken, wie es aussieht mit meinem Seelensand, ob ich davon noch habe. Erstmal kommt das weg. So, Seelensand ist in der Netherkiste. Die ist hier. Nein, Seelensand sieht ganz, ganz arm aus. Ich tue euch jetzt auch nicht damit belästigen, in den Nether zu gehen, um mir Seelensand zu suchen. Lieber tue ich hier einmal ein bisschen verrottetes Fleisch hier einsetzen. Brauchst sowieso kein Schwein. Und einen Glühstein, um mir ein bisschen Seelensand zu holen. So, zack, das kann wieder dahin. Und dann kommt hier ein Reservetüpfelchen rein. So. Jetzt muss ich mal wieder. Ach, meine Items. Ach, den kann ich ruhig anbehalten. Aber ich möchte mal wieder meine Brille haben. Da sind meine Goggles. Die brauche ich. Sonst sehe ich nichts. 400 Taint ist noch da. Das heißt, wir können hier getrost etwas einsetzen. So, so, so. Und uns ein paar Soul Fragments basteln. Okidoki. Während das jetzt passiert, fange ich mal hier hinten an. Treppe. Wir bräuchten eine Treppe darunter. Diese Treppe sollte, ja, warum nicht, hieraus bestehen. Außerdem benötigen wir unsere Säge wieder. Oh, da haben wir noch genug davon. Guckt mal an. Säge, Säge, Säge. Wo haben wir dich? Kleines Lamour-Sägechen, wo bist du? Bist du verschwunden? Habe ich dich in andere Kiste gelassen? So, muss ich mal gucken. Da bist du ja. So, kleine Säge. Ja, mit 8 Stück bekommen wir 4. Ah, ne, Quatsch, mit 32. Dann sägen wir uns die Plättchen hier. Gut, 64 Stück. Hopp. Die Platte war vielleicht ein bisschen voreilig angebracht. Ich dann jedes Mal hier den Drückibus machen muss. Aber okay. So, ich
möchte jetzt hier eine Plattform haben und dann einen Rundweg nach ganz nach unten. Schön an der Mauer entlang, wie wir das in einem anderen gemacht haben, Raum gemacht haben. Mit dem Unterschied, dass der Weg hier runter tatsächlich komplett mit Bücherregalen und Gehirnen gepflastert sein soll. Dann gucken wir uns mal den mittleren Punkt aus. Das wäre da. Da, 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 da. Gut. So. Ich mach mal Schluss für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Dann mit der Treppe. Die baue ich nämlich hier schön online. Und bis morgen dann. Tschüss.